Hallo, ich bin gerade erstmal losgefahren, um jetzt noch ein kleines Video aufzunehmen für die DJI-Filter. Wir sind heute eingetroffen und jetzt wollte ich die mal ausprobieren. Also, bis gleich. So, ich komme jetzt gleich an meiner Location an. Ja, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus für euch, weil ich habe hier den Halter von meinem Telefon noch mit dem Bild, aber macht ja nichts. So, das ist meine Location, wo ich jetzt mal eben das ausprobieren werde. Also ich habe jetzt schon mal die Filter ausgepackt. Hier ist die Filtercase. So. Vom Inhalt her, ich habe jetzt schon einen an der Drohne. Was recht schwierig ist, ist, wenn man die hier rausnimmt. Also so greifen geht schon nicht, kriegt man nicht raus. Die einzige Möglichkeit, die es gibt, ist, an einer Seite zu drücken. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sieht. So, ja doch. So, man drückt hier mit dem Fingernagel drunter und dann rutscht der nach vorne und dann kann man rausnehmen. Was allerdings saublöd gemacht ist, ist, wenn ich die Abdeckung von der Drohne abgenommen habe, das ist ja die Abdeckung, und ich schiebe die hier rein. So, jetzt will ich das zumachen. Geht das nicht zu, weil diese normale Abdeckung so ein bisschen höher ist. Das hätte man auch anders machen können, finde ich. Also DJI, da könnte noch nachbessern, dass er das Case mal hier ändert, wo das dann auch reinpasst. Weil so muss ich das jedes Mal erst in die Tasche packen wieder oder so in der Tasche haben und verliere das womöglich. Was ja nicht wirklich eine Lösung ist. Ich habe das jetzt einfach so in die Tasche gepackt, also vom Ganzen her nicht optimal gelöst. Das Case ist ja ganz gut, also so weit, das hätte man nur ein bisschen dicker machen sollen. Oder irgendeine Möglichkeit schaffen, dass man die Kappe auch mit reinsetzen kann, also die normale Abdeckung von der Linse. So, wenn man sich das jetzt hier mal anschaut, wenn ich die Kappe abnehme, so. Also vom Befestigen her ist das kein großes Problem. Ich muss halt die Kamera so ein bisschen festhalten und dann drehe ich das einfach. Jetzt ist das gedreht und jetzt kann ich die Kappe abnehmen und genauso auch wieder draufsetzen. Also ist halt so ein Drehverschluss. So schräg drauf und dann reindrehen und dann passt das. Ja. So, jetzt will ich mal noch ein paar Aufnahmen machen. Mal gucken, wie das wird. Ob das einen großen Unterschied gibt, ob ich jetzt weichere Aufnahmen hinkriege als vorher. Also bis gleich. Also dann wollen wir mal starten. Ich mache jetzt erstmal meine Einstellungen hier. Ich gehe mal hier auf vom Auto runter, so, und mache hier meine Einstellung. Mache 120. Das ist schon. Ich habe jetzt den ND16 drauf. Wir müssen gleich gucken, wie das ist, wenn wir dann am Fliegen sind, wie sich das dann zeigt. So, die Bildschirmaufzeichnung habe ich gestartet. Jetzt starten wir mal. So, los geht's.
Also ich hoffe, ihr könnt mich noch ganz gut verstehen, weil ich jetzt So, da bin ich und jetzt habe ich die Einstellung auf 120 Bilder pro Sekunde. Ich habe 30 Bilder pro Sekunde mit 4K und 120 habe ich eingestellt im Verschluss. Da stelle ich jetzt mal noch auf 60 und gehe. Na, das geht nicht. Ich muss schon hier auf 120 im Verschluss stellen. So. Und jetzt geht's los. Jetzt fliegen wir mal eine Runde und nehmen das auf. Satelliten habe ich auch genug, mein Homepoint ist auch da, also kann jetzt losgehen. Jetzt fliegen wir mal erstmal gerade über die Wiese hier und steigen dann langsam auf. Jetzt drehe ich mal ein bisschen. Jetzt drehen wir uns mal hier in diesen Bereich. So, mit Spotlight. Einfach ein bisschen drumherum geschwenkt. Dabei sollte man dann immer aufpassen, dass wirklich keine Bäume im Weg sind. Deswegen gehe ich mal jetzt noch ein bisschen höher, damit ich da auch ein bisschen umgehen kann. Und schon hat man wunderbare, schöne Aufnahmen. Schön smooth. Alles ganz toll. Jetzt wird es auf einmal ein bisschen dunkler. Jetzt sind die ND16 schon fast zu viel. Deswegen muss ich jetzt schon hier an meiner Einstellung etwas ändern. Also ich müsste jetzt hier schon mit meinem ISO-Wert etwas raufgehen, damit das nach hell genug geht. So, habe ich jetzt gemacht. Und weiter geht's. So, jetzt komme ich mal zurück und nehme mal den Filter ab, um dann zu sehen, oh, jetzt haben wir schon hohe Windgeschwindigkeiten. Das ist heute sehr windig, daher jetzt nicht der optimale Tag, um das zu testen, aber egal. Ich komme jetzt mal wieder runter, so langsam.
Ja, schränkt man noch ein bisschen rum. Jetzt müsste man mich gleich sehen. Ja, da ist. Da bin ich. Weiter runter. Und jetzt kann man sie hier auch schon wieder sehen. Ist noch 5 Meter hoch. Komme ich hier langsam wieder rein. Gelandet. Drohne kurz abgeschaltet. Und die Filterkappe runter. Wieder verbunden. Und man sieht jetzt schon, wie viel heller das Ganze ist. Dafür Lücken habe ich jetzt noch nicht genug. Im Moment noch wenig dafür Lücken. So, ihr seht, das wird tatsächlich viel zu hell. Das Einzige, was man jetzt machen kann, um ohne Filter klar zu kommen, ist dann halt, ihr stellt hier auf 240 hoch oder noch mehr. So, jetzt habe ich endlich genug Satelliten und bei 240 geht das dann. Jetzt hier wieder auf 100, also die Einstellung. Und dann werde ich sehen, wie hell das ist. Also viel zu hell das Ganze, ne? Daher müsste ich jetzt tatsächlich das noch höher einstellen, den Shutter Speed. Was dann dazu führt, so, damit wir die gleichen Bedingungen haben. So, jetzt hätten wir ungefähr die gleichen Bedingungen. So, jetzt gehen wir mal nochmal rauf und machen das gleiche nochmal hier. Markieren den Baum. So, und jetzt kreisen wir wieder darum. Und man sieht wahrscheinlich auch, das Bild ist zwar immer noch gut, aber es ist sehr viel ruckeliger insgesamt, als das vorher der Fall war. Und deswegen braucht man die Bilder, also die Filter, damit diese Dinge natürlich besser funktionieren, dass das smoother aussieht. Man kann es wahrscheinlich an den Fahrzeugen auch recht gut erkennen, ne? Jetzt bin ich schon wieder recht hoch und jetzt komme ich auch mal wieder zurück. Bin jetzt auf 100 Meter und komme jetzt auch wieder rein.
So wie eben auch. Hier sind unheimlich viele Mücken. Aber jetzt kommt die Sonne auf einmal wieder. Ja, ganz die gleichen Bedingungen haben wir nicht. Aber da kann man jetzt auch nichts dran ändern. Jetzt müsste ich also schon wieder meine Belichtung verändern. Könnte jetzt also wieder auf... Nee, ich müsste noch höher gehen. So auf 800. Um überhaupt wieder einigermaßen... die ganze Sache dann so unter Kontrolle zu haben, dass das Bild noch einigermaßen aussieht. So, gehen wir mal runter. Jetzt sieht man mich auch schon wieder. Wir kommen wieder rein. 13 Meter. So, und da komme ich wieder rein. Und wieder landen. Nicht der optimale Platz da zum Landen. Wie man gerade gesehen hat, der hat schon einen Stein weggehauen. Aber naja. Ja, so weit, so gut zu meinem Test. Ich muss jetzt mal hier alles wieder verstauen. Also wie man hier sieht, diese... So, alles wieder drin. Diese ganze Problematik mit den Filtern ist schon wichtig. Zwar ist das Bild, wenn man also in Automatik aufnimmt, ist auch schon recht gut, aber noch nicht optimal. Ne? Und deswegen braucht man die Filter, vor allem wenn es richtig grell ist. So, wenn man jetzt am Strand fliegt, also am Strand, wo der Sand ist, der reflektiert auch sehr und dann wird es schon sehr interessant, dann wirklich also diese Filter zu haben. Also, wenn euch das Video gefallen hat und ihr weitere solche Videos sehen wollt, hinterlasst doch gerne ein Like und ein Abo. Ich werde noch einige solche Videos in der Zukunft machen und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao.